Herzlich willkommen bei Mit Gott im Alltag. Schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Format interessieren wir uns auch für Lebensgeschichten aus der Gemeinde. Und da war Martin Bürkler ja schon da und heute begrüße ich ganz herzlich Lars. Hi. Hi. Genau, wir sind gespannt. Er hat seine Geschichte mitgebracht. Ja, jetzt kann es losgehen. Wie bist du aufgewachsen, Lars? Ja, ich bin hier in Amersbach groß geworden, gegenüber von der Gemeinde tatsächlich. Und meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 2 oder 3 Jahre alt. Und ich bin dann so zwischen beiden Seiten aufgewachsen. Ich war immer über die Woche bei meiner Mama und am Wochenende bei meinem Papa. Aber mein Papa war auch Alkoholiker und das hat dann ein paar Probleme gegeben. Und zwar habe ich so eine Geschichte, die irgendwie repressiert, die eigentlich meine ganze Kindheit. Und zwar war es immer so, dass mein Papa schon immer total mein Vorbild und mein Held war. Und ich habe im Kindergarten eigentlich die ganze Woche immer darauf hingefiebert, dass er mich freitags abholt und wir dann zusammen das Wochenende verbringen. Und dann war es so, dass ich eigentlich die ganze Woche Bilder gemalt habe, dass er eben mit mir coole Sachen erlebt. Und ich habe eigentlich freitags nur hingefiebert, bis endlich im Feierabend ist. Aber die meisten Freitage haben so geendet, dass die Zeit rumgegangen ist und er nicht aufgetaucht ist und mich dann meine Mama abgeholt hat. Und das hat mich irgendwie total geprägt, weil das so oft in meiner Kindheit so war, dass ja, ich irgendwie weder bei ihr noch bei ihm noch in der Gemeinde oder sonst war so wirklich mich zu Hause gefühlt habe. Und so war das in meiner Kindheit ein bisschen. Heute bist du Christ. Wie bist du zum Glauben gekommen? Ja, durch meine Großeltern, Karl und Elsbeth Wiedmann, die kennen wahrscheinlich einige hier. Und zwar haben die mich zu den Rangern gebracht. Und 2010 auf meinem ersten Ranger-Camp habe ich zusammen mit meinem besten Freund Joshua mich für Jesus entschieden. Genau, und ich erinnere mich noch voll am nächsten Morgen daran, wie ja, wir aufgestanden und wir so richtig waren, so ja, jetzt sind wir neue Menschen irgendwie, weil die Liebe und die Wärme, die wir in dem Moment einfach gespürt haben, die kannten wir einfach gar nicht. Und das hat uns total verändert. Dann ist in deinem Leben was passiert, was dein Leben so komplett auf den Kopf stellen sollte. Was war das und wie ging es dir dabei? Ich habe ja schon gesagt, dass das mit meinem Papa nicht immer leicht war, aber irgendwie war er für mich trotzdem immer total mein Held und mein Vorbild und auch viele Jahre mein echt bester Freund. Und er war ja schlimm alkoholkrank und ist dann 2010 deswegen auch ins Gefängnis gekommen. Aber als er rausgekommen ist, war das total krass für mich, weil er sein Leben total umgekrempelt hat. Er hat aufgehört zu trinken, er hatte plötzlich zum ersten Mal so einen richtigen Job. Und es lief eigentlich echt gut in meinem Leben zum ersten Mal so. Und dann aus dem Nichts ist er verstorben. Genau, und das hat mir total den Boden unter den Füßen weggezogen, weil er eben irgendwie mein Alles war. Ja, genau. Und dann, es war jetzt nicht nur dein Papa, sondern auch deine Mama. Genau. Nachdem ich mich dann so 2 oder 3 Jahre wieder ein bisschen gefangen hatte, dann lief es in der Schule mal ein bisschen besser für mich und so. Und ich hatte so langsam das Gefühl, irgendwie, dass es bergauf geht, kam dann meine Mama nach Hause mit der Diagnose Darmkrebs im Endstadium. Und die Ärzte geben ihr noch 1 bis 2 Monate. Und damals war ich 15 oder sowas. Und ja, irgendwie hat sich so angefühlt, als würde sich alles wiederholen und als wäre mein Leben so eine einzige Negativspirale irgendwie. Boah, krass. Und wie ging es dir dann in der Situation mit Gott? Warst du sauer auf ihn? Hast du dich verlassen gefühlt? Ja, voll. In dem Moment war einfach Chaos in meinem Leben und ich habe mich so alleingelassen gefühlt, wie damals im Kindergarten. So als würde Gott mich nicht sehen oder als wäre das alles, was ich mit ihm erlebt habe, eigentlich nur ausgedacht gewesen. Aber ich erinnere mich noch daran, wie Pastor Markus ein paar Wochen davor gesagt hat, hey, Jungs, wenn ihr, wenn ihr anklopft, dann öffnet euch Gott. Und wenn ihr ihn sucht, dann lässt er sich finden. Und ich saß weinend auf meinem Bett und habe gesagt, Jesus, wenn du echt bist, dann bitte begegne mir jetzt, ich brauche dich. Und habe ich meine Bibel aufgeschlagen und da kam ein Vers, der mich total geprägt hat bis heute, aus 2. Korinther 12. Und da steht in Vers 9, aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und das habe ich erlebt. Die Monate danach war ich echt richtig schwach. Ich hatte auch mit voll vielen Dingen zu kämpfen. Aber immer wenn ich Gott gesucht habe, immer wenn ich mich allein in meinem Zimmer hingesetzt habe und mein Problem zu Gott gekommen bin, da hat er sich finden lassen und ich hatte einen Frieden einfach und eine Liebe in meinem Herzen,
die Umstände nicht nehmen konnten. Aus den 2 Monaten sind dann am Ende 3 Jahre geworden, 3 harte Jahre. Aber am Ende von dem Weg hat sich meine Mama auch für Jesus entschieden. Genau. Cool. Was hat dich dann in der Zeit des Abschiednehmens von deiner Mama besonders getröstet? Da hast du was erlebt, was du mit uns teilen möchtest? Ja, voll gerne. Das ist das erste Mal, dass ich das so im großen Raum erzähle. Aber das war in den letzten Tagen, bevor sie gestorben ist. Da war sie in Backnang im Hospiz und es war uns eigentlich allen klar, dass es ja, sich nur noch um Stunden oder Wochen handelt. Und ja, es war ein Sonntag und ich war im Gottesdienst und ich hatte irgendwie schon das Gefühl, dass, ja, dass Gott mir irgendwie Kraft geben will für den Tag, weil er mich ja einfach total ja, überwältigt hat mit seiner Liebe. Und ich war danach noch mit Freunden unterwegs und bin dann heimgekommen und hatte irgendwie 20 Nachrichten auf dem AB und ich dachte so, was ist los? Und es war meine Tante, die gesagt hat, hey, deine Mama geht so schlecht, dass wir sie ja, ins künstliche Koma versetzen müssen, weil es ihr einfach so schlecht geht und sie so krasse Schmerzen hat. Aber wenn du dich beeilst, schaffst du es vielleicht noch. Und die letzte Nachricht war irgendwie 2 Stunden zurück und ich bin schnell ins Hospiz geflitzt. Aber da war es dann schon zu spät. Sie war im Koma und meine ganze Familie stand so eigentlich drumherum. Und ich habe mich wieder gefühlt, so wie dieser verlassene Junge, ja, der nicht mal Tschüss sagen kann. Und in dem Moment musste ich an Vers aus Römer 8 denken, Vers 37, wo Paulus schreibt, aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt könnte uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat. Das ist ein ermutigender Vers, aber in dem Moment dachte ich, gerade spüre ich nichts von dem mitten in dem Leid. Und ich habe einfach mit meiner Mama gebetet so, und gehofft, dass irgendwas passiert. Und dann hat sie versucht, sich irgendwie wach zu kämpfen. Und die kam dann direkt, die Schwester, und hat ihr ja noch mehr von diesem künstlichen Koma gegeben. Und ja, trotzdem ist sie nach einer Stunde oder so aufgewacht und hat mich angeguckt. Mir gesagt, dass sie mich liebt und dass sie jetzt Frieden gefunden hat und in Frieden nach Hause zu Jesus gehen kann. Und es war so krass für mich, weil ich gespürt habe, hey, mitten in meinem Leid, da interessiert sich jemand für mich, da ist Jesus da. Und die kommenden Monate, die waren echt krass. Ich habe wirklich zu kämpfen gehabt und ich wollte mir auch mehr als nur einmal das Leben nehmen. Aber in all diesen Situationen, da war Jesus immer da. Und immer wenn ich zu ihm gekommen bin, dann war er mitten da in meinem Leid und hat mir Frieden gegeben und Liebe und ein Zuhause. Genau. Wer bist du heute und hat Gott dich wirklich allein gelassen? Allein gelassen hat er mich nicht. Seit 3 Monaten bin ich verheiratet mit der allerbesten Frau überhaupt, Hanna. Die sitzt doch hinter der Kamera. Genau, er hat mir eine wundervolle Familie geschenkt. Meine Schwiegereltern sind der absolute Hammer. Ja, ihre Brüder sind meine größten Vorbilder, seit ich 10 oder 11 bin. Und meine Tante und mein Onkel, die haben mich kurz nach dem Tod von meiner Mama aufgefangen und sind für mich so die Eltern geworden, die ich eigentlich nie hatte. Und all das Leid und all den Schmerz, den ich in meinem Leben hatte, den hat Jesus durch Freude ersetzt. Und er war immer mitten in meinem Leid, bis heute. Danke, Lars, für deine Offenheit und für deine Geschichte. Immer gerne. Genau. Lars hat beide seine Eltern verloren, aber trotzdem erleben dürfen, Jesus lässt mich nicht allein. Und das ist so cool, seine Botschaft. Und das gilt auch für dich, wenn du dich allein fühlst, wenn du allein bist. Jesus will dir begegnen. Und auch wir als Gemeinde würden dich super gerne kennenlernen. Melde dich doch einfach unter hallo@gegoalmersbach.de. Wir freuen uns auf dich und treten gern mit dir in Kontakt. Wir wünschen dir noch eine wunderschöne Woche und bis bald. Ciao, ciao.